Okay, wir haben auf jeden Fall eine Brechstange, damit können wir aus der Gruft ausbrechen. Auf zur Tür. Die haben wir noch nicht untersucht. Sie ist abgeschlossen. Es gibt keinen Weg hinaus. So, Brechstange. Selbst mit dem Brecheisen kann ich das Gitter nicht aufhebeln. Ach je. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Tja. Also zurück hier. Können wir ihr mit der Brechstange eine rüberziehen? Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Das muss sie auch nicht mögen. Können wir vielleicht hier das Grab ein bisschen auf. Den Grabdeckel ein bisschen aufstampfen. Aufbrechen mit so. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Kann nicht, heißt, ich will nicht. Vielleicht. Mary, zeig, was du kannst. Tun wir den Okay. Totenschädel mit der Lampe kombinieren. Oha. Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme. Gute Arbeit, Mary. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Aha. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Okay, schnell heraus hier. Wir machen uns vom Acker und lassen ihn in Frieden. Naja, mal schauen. Ich glaube nicht. So, wir sind hier raus. Wir haben immer noch die Versicherungspolice. Okay, und wir haben den Schädel und wir haben eine Brechstange dazu bekommen. Okay. Zurück ins Hotel Nun, oder Mary, was? bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Mary? Wo ist der hin? Haben wir Mori verloren oder was? Zurück ins Hotel. Wir haben Mori verloren, verdammt. Wir haben nur noch eine Brechstange. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. Okay, reden wir mal mit ihm. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Tja. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Na dann. Ich habe so eine Idee, wo wir jetzt hingehen können. Wo wir lange nicht mehr waren. Hier zum Dorf. Vielleicht lassen wir uns jetzt die Kollegen hier durch. Reden wir mal mit ihm. Zitronenbirne. Wie sieht euer Ehrengast nochmal aus? Ich habe ihn nie gesehen, aber er sollte für die Zeremonie passend gekleidet sein. Aha, wir müssen uns also auch eine Fruchtmaske besorgen. Wir sehen uns. Okay. Haben wir irgendwas, was wir hier
als Fruchtmaske benutzen können. Rasierseife. Ein Tofu-Block. Nein. Ein Block Tofu, so groß wie mein Kopf. Ah, okay. Wusste ich doch. Vielleicht können wir was mit Hammer und Meißel hier. Das sieht wie eine Maske aus. Tatsächlich. Igitt. Matsch. Jetzt haben wir einen Tofu-Block auf dem Kopf. Hallo, ich bin euer Gast. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans, ui, Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch, mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, ich glaub, hier ist ein bisschen Echo. In diesem Vulkan. Oh, jetzt wird Tofu gegrillt. Sehr schön. Ihr füttert den Vulkan mit Puppen in Menschenform, die aus Gemüse bestehen? Ja, das tun wir. Sherman ist kein strenger Vegetarier. Aber fettes Essen kann ihm schlimme Verdauungsstörungen bescheren. Okay. Können wir hier noch unser Inventar loswerden vielleicht? Was ist Käse? Käse in den Vulkan werfen. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Rennt um euer Leben! Ist ja cool. Vulkanausbruch. Ich weiß nicht, was genau uns das jetzt bringt, aber... Oh, wir haben einen Lavafluss. Vielleicht bringt uns der Lavafluss irgendwas. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Zurück zum Lavafluss. Ein Lavafluss direkt am Hotel. Vielleicht können wir da jetzt irgendwas drauf rosten. Sekunde, hier kommen wir auch bestimmt rüber. Jetzt haben wir einen Lavasee. Kochtopf. Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Dann haben wir irgendwas im Inventar, was wir kochen können. Ein bisschen Käse. Oha. Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, Käse? Das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Oh, sehr schön. Was auch immer wir mit der Handlotion machen. Und wir haben jetzt eine Handlotion. Glitschige, fettige Handlotion. Wozu brauchen wir eine Handlotion? Brauchst du eine Handlotion? Eine Handlotion. Oh, das Skelett um zu meiner Handlotion. Das Skelett hat eine Hand. Wie wär's mit? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Das ist doch tot. Das bringt uns doch. Das ist doch uns egal. Tja. Handlotion. Verzeihung.
Ein Hustenanfall. Mit welcher Hand können wir die Handlotion benutzen? Elaine. Oh, sie hat, stimmt, sie hat den Ring auf der Hand. Sekunde, wie war das jetzt hier? Mal schauen, ob diese gütige Fettlotion etwas ausrichten kann. Das sollte genügen. Dann nehmen wir den Ring. Oh, sehr schön. Der verfluchte Ring ist explodiert. Das ist nicht so schön. Das ist Elaines Finger, bereit für einen neuen Ring. Der Ring ist explodiert, also können wir den nicht der Dame in der Gruft geben. Sehr schade. So. Hier nochmal hinein. Ich hab da gerade eine Idee. Was auf mal jedenfalls das Brecheisen haben wir ja neu jetzt hier. Was wir auf jeden Fall machen können, ist vielleicht hier ein paar Nägel. Ups. Okay, jetzt hier die Nägel lösen. Nein. Oh Mann. Ich verschluckt und hab jetzt Husten. Oh. Der geht auf Reisen. Oh. Ein Freund für sie. Oh, tut mir leid. Ich habe sie nicht reinkommen hören. Ich habe gerade... Charles? Charles de Goulash? Bist du's wirklich? Minnie, es ist so lange her. Oh, Charles, das ist es, das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich liebe dich, Minnie-Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Romeo und Julia. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Romantisch. Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Minnie. Oh! Heirate mich. Oh ja, Charles, ja. Tausendmal ja. Dann küss mich, mein Herz. Wie romantisch. Und weg sind sie. Sind ins Licht gegangen, sie haben sich aufgelöst und wir haben den Verlobungsring. Sehr schön, wir haben den Ring im Winter, aber keinen Diamanten. Wir müssen erstmal noch einen Diamanten suchen. Gut, aber vielleicht, wir versuchen es trotzdem schon mal. Oh! Oha! Zwischensequenz. Hast du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere, ihr verknöcherten Dingy. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Findet Guybrush Threepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Brennt jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Braut. Und mehr Salat! Verfluchte Halunken! Sie geben einem nie genug Salat bei diesen Sparmenüs! Aha. Okay. Lichtung? Achso. Feuerstand der Elaine. Nichts für. Sekunde, können wir dir vielleicht
Ich glaube nicht, dass Elaine sich mit einem einfachen Goldring zufrieden geben würde. Nee. Dann suchen wir halt noch einen Diamanten. Können wir gerade mal durch die Tür treten. Oh. Tatsache. Und okay, ein Fass. Fast das Fass. Nein. Nicht? Nein. Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Aha, vielleicht können wir uns... Nein. ...ein bisschen mitnehmen. Es ist... Sehr schön, wir haben einen Messbecher voller Zuckerwasser. Was auch immer das jetzt bringt. Okay. Nochmal zum Friedhof. Wir schauen mal bei dem Stan vorbei. Bei Stans Allgemeine. Der hat so schöne Musik in seinem seiner Gruft. Brauchst, hast du vielleicht einen Diamanten für den Ring? Oder brauchst du einen Ring? Das ist nicht meine zukünftige. Aha, okay. Ich bin nicht bereit, eine solche Verpflichtung einzugehen. Ich mag die Musik. Körpersank. Ich brauche keine verfaulte Leiche. Tja. Nein. Nochmal ins Hotel. Leeres Glas. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Okay. Das verstehe ich nicht ganz, aber... Oh, wir haben einen Verschluss. Ein leeres Glas. Tja. Ich blick's noch nicht so richtig, aber... Ja. Was machen wir jetzt mit einem Messbecher voller Zuckerwasser und einem leeren Glas? Ja. Schiffswrack. Lichtung. Glühwürmchen. Sie sind zu klein und zu schnell, um von mir mit der Hand eingefangen zu werden. Mit der Hand einfangen können wir vielleicht. Das Zuckerwasser würde die Glühwürmchen anlocken, aber ich habe keine Möglichkeit, sie zu fangen. Einfach mit dem Glas? Oder warum magst du noch einen Kescher dafür, oder was? Vielleicht können wir das ja. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Andersrum. Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Damit kann ich den Regenschirm nicht. Damit kann Verzweiflungstaten. Ich den Regenschirm nicht benutzen. Dicke drauf. Ich glaube nicht, dass der. Ich will es jetzt noch nicht schließen. Vielleicht können wir. Ein leeres Glas auf den Stumpf zu stellen, wird auch nicht helfen. Vielleicht können wir den. Das leere Glas mit. Mit Zuckerwasser füllen und dann zumachen, dann. Das wäre zumindest eine Idee. Na komm, hoch da. Das leere Glas mit Zuckerwasser befüllen.
Mal schauen. Aha. Das ist doch schon praktisch. So, zurück. Zurück zu Elaine auf die Lichtung. Zuckerwasser hier hinstellen. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Wette, das Wasser schmeckt gut. Und Decke drauf. Dann haben wir eine Lampe, warum auch immer. Wozu auch immer wir das brauchen können. Sie sind da drin gefangen. Okay. Achso, wir haben tote Glühwürmchen. Sehr schön. Ich verstehe nichts mehr. Tote Glühwürmchen. Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Aha, okay, was mache ich jetzt mit dem Glas? Was? Tote Glühwürmchen. Können wir vielleicht nochmal auffüllen? Ja, Es ist schon voll Zuckerwasser. Aber was zum Henker? Ich blick's nicht. Gut, dann mache ich auch erstmal eine Aufnahmepause, eine kleine Streampause. Schicke ich in den Warteraum, den Pausenraum. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, dann schauen wir mal weiter, wie ich hier vorankomme auf Blood Island. Bis gleich. Geh mal hier entlang. So, wir haben immer noch ein Glas voller toter Glühwürmchen. Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. Aha, vielleicht können wir das im Fluss auskippen. Oh, okay, wir haben hier eine Stelle, die wir noch nicht erkundet haben. Vielleicht können wir das irgendwo, vielleicht können wir das im Meer auskippen. Im Seewasser. Ich fürchte, das Salz im Meerwasser könnte die Erst. Okay, wir haben einen Messbecher voller Meerwasser vielleicht. Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Aha. Vielleicht kann ich den zurückgeben. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Okay. Gibt's hier irgendwo ein Wasser, wo wir das... ein Totenschein. Den nehmen wir mit. Ich muss den Totenschein mit etwas anderem benutzen. Nein. Hiermit wird bestätigt, dass Erasco Meistersuppe auf Blood Island der Tod ereilt hat. Zumindest einmal. Sekunde, damit können wir doch bestimmt... können wir Geld kriegen. Hier ist der, da doch eine Lebensversicherung. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. So, wir haben einen Totenschein. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Das sind keine Zuckungen, aber ja. Nun, Herr Neunmal Klug, ich habe den Beweis genau hier. Einen Totenschein. Nun, dies muss irgendein Fehler sein.
Es steht genau hier in hochauflösendem Schwarz auf Weiß. Ich bin gestorben. Gib mir jetzt eine Riesenmenge Geld. Was machen wir mit einer Riesensumme Geld? Es sieht so aus, als ob ich keine andere Wahl hätte, als die Auszahlung zu authentisieren. Nein, du brauchst mir nur mein Geld zu geben. Genau das meine ich. Oh, danke. Eine Riesenmenge, Riesenmenge Geld. Tja. Und wen sollen wir damit abbezahlen? Versicherungsgeld. Können wir irgendwie... Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Können wir die Glühwürmchen irgendwie ausstufen oder irgendwie... Ich habe Löcher in den Verschluss des Glases gemacht. Aha. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Okay, es geht. Ein Deckel drauf. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Nein. Okay, wir haben eine leuchtende Laterne. Junge, ist das windig hier oben. Leuchtturm. Okay, wir sind so oben auf dem Leuchtturm. Vielleicht können wir... Zum Glück muss ich sie nicht justieren. Dieser Spiegel ist genau richtig. Ich brauche ihn nicht wieder mitzunehmen. Okay, vielleicht können wir hier... Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Nicht? Der Leuchtturm funktioniert jetzt. Sehr schön. Was auch immer das bringt. Der Strand wird jetzt... Oh, hallo. Mysteriöse Figur. Was ist mit dir? Nein. Wer bist du? Wer redet? Ich bin der verlorene Waliser. Oh. Ich bin der Fährmann von Kopfinsel und diese. Den haben wir gehört. Ganz am Anfang. Lange Zeit verloren in den eisigen Nebeln des. Da stand ja auf dem Schild drauf. Oh, wie ich diesen verdammten Nebel hasse. Wirklich? Ich mag Nebel, ich finde ihn hübsch. Nun, sicher ist Nebel hübsch. Aber Teufel, ist der öde. Einmal zur Totenkopfinsel, bitte. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. Ich werde diese rauen Gewässer nicht mehr herausfordern. Zu lange schon schaukelte ich in dieser wässrigen Wiege des Todes. Würdest du das für jede Menge Geld machen? Wie auch immer. Jedenfalls fahre ich nicht nochmal daraus, bevor ich nicht sicher bin, dass ich auch heil dort ankomme. Ich brauche einen Kompass. Aha, okay. Soll dir denn ein Haufen Blumendünger dabei helfen, den Weg zur Totenkopfinsel zu finden? Kein Kompost, du Idiot. Ein K-O-M-P-A-S-S. Wenn du mir einen besorgst, bringe ich dich zur Totenkopfinsel. Okay, viel Geld ist jetzt keine Option. Nicht bevor er mich auf die andere Seite gebracht hat. Und wo kriegen wir jetzt den Kompass her?